In diesem Video seht ihr Jean-Claude Van Damme in seinem Film The Order in einem Mediabook von Kochfilms. Viel Spaß! Hallo Film- und Sammlerfreunde, ich heiße euch recht herzlich willkommen zu diesem neuen Unboxing-Video. Teil 3 vom Kochfilms Mediabook Unboxing sozusagen. Ich hatte ja auch jetzt hier Star Force Soldier und Nachtfalken im Mediabook von Kochfilms in den letzten Videos vorgestellt. Könnt ihr euch gerne nochmal anschauen, falls ihr es noch nicht getan habt. Hier haben wir also Van Damme mit The Order. Und ja, Schande auf mich, ich kenne den Film nicht. Es ist ein Blindkauf, wahrscheinlich auch kein billiger Blindkauf. Aber jetzt, wo wir es gerade hatten mit dieser Cape Light-Geschichte, ich habe fast alle meine Filme mit Van Damme im Mediabook. Und ich hatte gar nicht mehr dran gedacht, ich hatte das damals direkt vorbestellt, als es ging, und jetzt ist es halt da. Leider in Anführungszeichen in dieser Blu-ray-Größe. Dieses DVD-Format ist ja bei Mediabooks meistens beliebter, aber es ist halt Geschmackssache, deswegen möchte ich da jetzt nicht drüber urteilen. Urteilen möchte ich auch hier wieder über den FSK-Flatschen, der aufgeklebt ist und nicht auf der Folie aufgeklebt war. Das finde ich immer sehr schade. Wir haben hier den Spine und die Rückseite. Und ja, ich muss mal gucken, von wann sieht man da was? Ist der von 2001? Kommt das hin? Ja, dann kenne ich ihn nicht. Ich kenne ja nur die alten Van Damme-Filme. Ist auch so eine Sache, ob man da überlegen muss, ob man die Van Damme-Filme vielleicht behält, abstößt. Die Filme an sich will ich natürlich in der Sammlung haben, aber alle im Mediabook, das nimmt auch Platz weg und hat schon einen gewissen Wert, was da im Regal steht an den Mediabooks. Das hier von Kochfilms war relativ in der normalen Preisregion, ich glaube 22 Euro oder so. Oh, wir haben hier das erste Mediabook, das einen kompletten Druck hinter dem Tray hat. Und auch so eine Art Übergang, auch wenn ich jetzt vermute, dass die Bilder jetzt nichts miteinander zu tun haben. Hier die Blu-ray-Disc und hier hinten die DVD, man kennt das. Und auch hier sehe ich schon ein durchgängiges Bild. Und dann schauen wir mal, was der Booklet-Anteil für uns bereithält. Jo, so kann man auch ein bisschen schon mal zwei Seiten vollkriegen. So, noch eine Doppelseite. Was haben wir denn hier? Die Abenteuer des Rabbi Van Damme. Jo. Also ich bin ganz ehrlich, da erwarte ich jetzt erstmal nicht so viel von dem Film. 2001 war jetzt, glaube ich, auch nicht mehr so die starke Zeit von Van Damme. Ihr dürft mich gerne korrigieren und in die Kommentare hauen, falls ihr den Film schon gesehen habt. Ah hier, deutsche Videopremiere 13. Dezember 2001. US-Videopremiere 12. März 2002. Okay, wir haben vor den USA eine Videopremiere gehabt, alles klar. Ja, genau. Hat da vielleicht einer so eine magische Brille, wo man hier irgendwas sieht, was ich jetzt hier nicht sehe? Haut es mal in die Kommentare. Und dann sind wir durch. Jo, mit The Order im Mediabook. Wer an diesen ganzen Kochfilms, Mediabooks interessiert ist, sollte sich schnellstmöglich im Handel sein Exemplar sichern, denn Kochfilms hat gepostet, dass jetzt von, ich glaube, Star Force Soldier und Nachtfalken ist schon ausverkauft, beziehungsweise so gut wie ausverkauft bei Kochfilms selber. Also die werden da nichts mehr an die Händler rausgeben können. Bei The Order weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wie da der Stand war. Aber hier sollte man wahrscheinlich dann doch lieber mal zugreifen, bevor die Teile auch im Handel ausverkauft sind. So viel von mir. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Haut's in die Kommentare, was auch immer ihr wollt. Euer Kommentar zum Mediabook, euer Kommentar zum Film. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss, meine Freunde, macht's gut.